Damen und Herren. Freue mich, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Sie haben es gut, dass Sie uns zugucken. Sie erleben eine Startstunde des deutschen Fernsehens heute. Es hat lange gedauert, heute ist er da. Ich begrüße ganz herzlich Joachim Fuchsberger, heute zum ersten Mal bei uns in der Sendung. Normalerweise sitzt du immer vorm Bildschirm, guckst dir das an. Heute sitzt du hier unter uns neben deinen Wichser-Kollegen, also neben deinen Filmkollegen. Die Wichsfreunde. Die Wichserfreunde. Eine Wichser-Familie. Ja, genau. Und Frau von Sinnen und Herr Hoeker natürlich eine Wichserin. Ja. 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 Ja, genau. Ja, wir wollen die Heller nicht ausklammern. Nein, das wäre lieb. Das ist schön, wenn man vier Wichser neben sich hat und selber noch die Pubertät vor sich. Das erklärt dein Verhalten. Das erklärt mein Verhalten. Ja. Ich mach's mal gleich am Anfang. Ich habe es mir gerade signieren lassen, meine Damen und Herren. Joachim Fuchsberger hat ein Buch geschrieben. Denn erstens kommt es anders. Geschichten aus meinem Leben. Haben uns alle signieren lassen, weil das muss man schon haben, glaube ich. Und weil wir auch sehr stolz sind und es eine große Ehre ist, dass der Blackie heute bei uns ist. Ist es auch. Genau. Wolltest du jetzt gehen? Ja. Wir sind noch nicht fertig. Ach so. Es klang so. Aber für mich reicht's. Das heißt, als ich neulich 80 wurde, da kam der bald auf mich zu und hat gesagt, wir hätten Sie gerne mal bei... Genial wie heißt die Seben? Dankeschön. Bei Genial daneben. Da hab ich bin dankbar, dass du nicht Tutti Frutti gesagt hast. Oder unser Charlie. Ja. Da habe ich gesagt, was soll ich denn da? Da sind lauter Weltmeister, die Stand-up-Comedians der Nation. Was soll ich, alter Sack, da? Und da hat er gesagt, nein, wir wollen das. Also ich habe das so verstanden, erstens soll ich für eine etwas seriösere Note sorgen, wenn mir das gelingt. Vor allen Dingen für das nötige Wissen. Seit ich, also zwei Fehlentscheidungen hintereinander weg. Ich habe weder das eine noch... Die Seriosität. Ja, aber das kann der Sendung nur gut. Ja. Aber wenn die Fragen scheiße werden, kannst du was aus dem Buch vorlesen. Genau. Das hoffe ich ja, deswegen bin ich eigentlich natürlich. Da. Und währenddessen kann Hoeker ein bisschen tanzen in seinen kurzen Hosen. Das macht er gerne. Aber wir können es ja mal versuchen. Ihr könnt es mal versuchen. Ich kann ja einfach mal anfangen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vor dem habe ich am meisten Angst. Vor dem ehrlich? Hoeker. Wir alle. Ja. Jedes Mal, wenn ich die Sendung sehe, sitze ich mal da und denke an einen meiner allerersten Filme. Kleiner Mann, ganz groß. Ja, der Frosch mit der Maske. Naja, mal gucken, was heute wird. Also ich denke mal, wir werden das alles gut hinkriegen und vielleicht geben wir ja auch ein bisschen Geld aus. Das kann ja sein. Wollen wir anfangen? Los. Ich habe ein bisschen was dabei. Ja, ich kann aushelfen. Gut. Okay, gehen wir mal nach Binnen. Binnen. Bad Binnenschifffahrt. Binnen ist ein, nein, Binnenbrief. Kennst du einen Binnenbrief? Ja, wenn Sie sich binnen zwei Wochen zahlen? Ja. Nein. Es gibt einen Ort, der heißt Binnen, der liegt in Niedersachsen. Ja, und dort wohnt Klaus Witte. Der wohnt in Binnen. Ist so. Und Klaus Witte hat folgende Frage. Was sind sogenannte Achselbärte? Achselbärte. Na, lange Dinger hier unterm... So. Könnte man meinen. Ja. Stimmt aber nicht. Ist das vielleicht, wenn man... im Gesicht Achselgeruch hat? Wie kann es dazu kommen, wenn ich das frage? Du riechst also aus dem Mund wie andere unterm Arm. Ja. Also du stellst die Leute vor, die morgens in der U-Bahn mit so einem Deo-Roller stehen. Schlecker. Rasierer und Deo-Roller. Ja. Name ist Axel, Axel Nesse. Man muss doch wirklich mal sagen, es gibt wunderschön gestylte Bärte. Es gibt ja auch richtig Weltmeisterschaften für Bärte. Ja. Und es gibt so dieses ziemlich eklig wuchernde Gestrüpp im Gesicht. Hier bei Lenzen und Partner zum Beispiel. Ja. So. Du meinst damit jetzt aber den gepflegten Bart an sich, oder was? Ja, naja. Ja. Das hat der auch unterm Arm, glaube ich. Ja. So, und ich nehme an, der Friseur also und das Achselhaar an sich, wenn man es jetzt nicht gerade zu kleinen Zöpfchen verarbeitet, wuchert ja eher unmotiviert vor sich hin. Und vielleicht sagt der Barbier zu einem nicht schön geschnittenen Bart ein Achselbart. Idee. Oh Gott. Schlüsselbart. Schlüssel haben ja einen Bart. Ah. Und ein Achselbart ist eine ganz bestimmte Schlüsselform. Sie besteht aus etwa 250 Millionen Haare, sind leicht gekräuselt und riechen aus dem Mund. Also eine bestimmte Bartform des Schlüssels. Der Schlüsselbart. Wie sieht die aus? Ja,
so nach innen gewölbt. Warum? Weil es sonst nicht Achsel, sondern Knie spart. Also sind wir im weitesten Sinne... Schlüssel. Ja. Das ist soweit falsch. Es hat an sich damit überhaupt nichts zu tun. Aber danke, dass Sie einen Moment Hoffnung im Raum haben. Bitte schön, gerne. Aber hat es was mit zu langen Achselhaaren zu tun? Also wenn man jetzt, sage ich mal, manche Leute, die sie jetzt nicht die sie offen tragen. Schneiden, offen tragen, Makramee damit machen oder sonst irgendwas. Können wir uns so kurz auf eine Sache einigen, wenn wir das beschreiben, dass wir da nicht immer hinfassen? Nein. Und danach wieder ins Gesicht. Und danach nämlich, oder war es was anderes? Und dann kommst du wieder. Und dann bin ich arm. Ja, also, es ist, Ich kann ja nicht so viel helfen. Das okay, ist das aber es kann was mit der Achsel zu tun haben. Es muss aber nicht. Weil interessant wäre ja, ob es am Körper ist. Also, ob es zum Beispiel ein medizinisches Phänomen ist. Soll ich es mal sagen? Nein. Nein. Gut, sind wir dann in der Landschaft? Ja, also in... In Achselhausen. In welcher Landschaft sind wir denn? Niedersachsen. Naja, Niedersachsen. Vielleicht heißen Bärte irgendwie Sträucher. Eine Pflanze einfach. Oh, Pflanzen sind nicht so übel. Siehste? Es gibt doch so Bäume, die manchmal, wo so Sachen runterhängen, die tatsächlich auch ein bisschen wie Bärte aussehen. Also, wenn man jetzt einen Baum hat und der Ast geht so weg, sieht das ja auch achselförmig aus. Und wenn da irgendwann Gestrüpp dranhängt, könnte man das doch als Achselbart bezeichnen. Mhm, könnte man. Aber man muss tut ja nicht. Tut man aber nicht. Nein. Warum auch? Man gar nicht. Weil das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja überhaupt nicht. In Australien vielleicht. Du weißt, Gibt's da Achselbäume? Nicht. Nicht, dass ich aber wüsste. Sind eine bestimmte Moosart, die an bestimmten Arten von Verzweigungen von Ästen wachsen. Also in der Achsel quasi des Astes. Ja. Bleiben wir mal beim Ast. Ja, da hat das gerade nicht doch. Da wurde ich ja schon für ausgelacht für den Ast. Nein. Soll man bleiben? Beim Ast. Wir bleiben mal beim Ast im weitesten Sinne. Was haben wir denn da alle bei so einem Ast? Achselbärte. Ja, aber genau. Der Ast an sich hat gerne Zweige. Und genau. Wenn er Glück hat, wächst er vom Stamm erstmal weg und die Zweige sprießen eher so an den äußeren Enden der Äste. Ja. Und vielleicht nach ist das innen für den. Sehr weh. Und vielleicht hat zum Beispiel eine Tanne eher Achselbärte, weil da die Verzweigungen am Stamm schnell. Eine Tanne hat's gar nicht. Okay. So. Eiche. Weide. Erle. Pappel. Heller. Laubbaum. Da sitzt einer auf dem Ast. Ja. Und sägt schon so lange an dem herum, dass er endlich runterfällt, dass ihm die Achselhaare lang gewachsen sind. Rapunzel auf dem Ast, sozusagen. Ja. Lass dein Achselhaare runter. Also gehen wir mal bei dem Ast. Wir waren beim Ast, wir waren bei den Zweigen. Wo waren wir denn noch nicht? Bei den Astloch. Blättern. So. Also, Achselbärte. Es ist bei einem Blatt die Stelle, wo das Blatt beginnt, das Ende des Blattstiels. Knapp da drüber. Also da drunter. 2 Zentimeter links davon. Also man kann auch sagen, rechts oder links. Oder es hat gar nichts an dieser Stelle. Nein, es ist an dieser Stelle, Herr Balder. Was ist an dieser Stelle, wenn der... Der Achselbart. Und wenn Sie jetzt Nein sagen, dann haben Sie mich die ganze Zeit angelogen. Wie sieht denn der aus? Oh, haarig. Bartförmig. Der ist gekräuselt und riecht streng. Bartförmig. Der ist, vielfaserig. Vielfaserig. Wir haben den wie Stiel. Eine Achsel. Wir haben den Stiel. So, ja. Und dann... Geht das los? In der Achsel hier. Und da quasi hier, also hier, ja. Hier hätte man jetzt, auch anders sein, andersrum. Ja, hier wäre jetzt quasi der Achselbart. Ich kann es auch realistisch machen. Ich bin ein Blatt. Könntest du jetzt mal auf den Achselbart kannst ihn auf Cameron. Müsst du aber aufstehen. Ich bleibe sitzen, ich bin farblich nicht kombiniert. Also so kann ich das nicht gelten lassen. Ihr seid nah dran, aber ich werde es euch mal sagen. Es ist nicht so richtig. Und dann wird der Klaus ganz böse. Und das wäre mir egal. Aber mir nicht. Also, jedes Blatt, das an einem Baum hängt, hat sogenannte Achseln. Dabei handelt es sich um die Stellen, an denen sich vom Blattstiel aus die Adern in das Blatt verzweigen. Ja? Genau in diesen Winkeln bilden sich bei vielen Laubbäumen feine Härchen, die büschelweise miteinander verflochten sind. Und weil diese Härchen wie Miniaturbärte aussehen und in den Blattachseln wachsen, spricht der Botaniker hier von Achselbärten. So, habe ich nicht gewusst, hat mich auch noch nie interessiert. Aber es ist spannend zu wissen. Schön, dass wir mal... Wieder was gelernt. Ja, das heißt, ist ja völlig wurscht. Wir lernen ja laufen. Was? Er war ja nah dran, aber so kann ich es nicht gelten lassen. Nicht? Aber wenn du mal lange beilassen, kannst du zu Hause deinen Baum rasieren. Klaus Witte aus Binnen, 500 Euro für Sie. Gratulation. So. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir in die Schweiz. Wir gehen nach Lenzerheide. Dort wohnt Gian Reto Schatz. Schöner Name. Gian Reto Schatz.
aus Lenzerheide. Und Gianreto Schatz möchte Folgendes wissen. Warum wird in Rapperswil am Fastnachtsdienstag immer Wurst und Käse aus dem Rathausfenster geworfen? Kleine Information, Rapperswil liegt im Schweizer Kanton St. Gallen. Dort wird einmal im Jahr Wurst und Käse aus dem Rathausfenster geworfen. Ja. Ich möchte gern wissen, warum. Weil der Scheiße schmeckt. Weil der da schon so lange liegt, dass er stinkt. Ja. Ich bin jetzt leider nicht katholisch, sonst hätte ich einen Wissensvorsprung. Endet nicht rund um Karneval diese Fastenzeit? Ja, genau. Nubbelverbrennung. Dann stehen da wahrscheinlich hungrige Katholiken. Die fängt da an. Du bist. Gut, also, dann kurz bevor die anfängt, schmeißen die noch Wurst und Käse aus dem Fenster, damit der Schweizer sich noch mal satt essen kann. Aus dem Rathausfenster. Ja, was weiß ich, wo die ihren Käse aufbewahren. Ich war da noch nicht. Ja. Aus dem Rathausfenster schmeißen sie den. Dann müssen die ja den Käse also da aufbewahren. Und es geht ums Fasten. Gerollt, dann, was? Es geht ums Fasten. Ums Fasten. Ja. Bleibst du dabei? Ja, das ist falsch natürlich. Natürlich ist es falsch, aber ich bleib trotzdem dabei. Ja. Also ums Fasten geht's nicht. Aber es geht um den Winter. Faschingsdienstag. Eben. Du warst schon überall auf der Welt. Bist du in der Schweiz schon mal am Faschingsdienstag mit Käse und Wurst beworfen worden? Ja. Ich war schon oft in der Schweiz, ja, aber mit Käse und Wurst hat mich noch nicht beschmissen, nein. Nein. Hm. Es gibt hier Blumen, wo die Töpfe noch dran waren. Geworfen, die da stehen? Das schmeißen die aus dem Fenster. Ich meine, wer da unten steht, der kriegt natürlich irgendwie... Ja, ich meine, klar. Es ist natürlich klar, durch eine geschlossene Wand werfen geht nicht. Geht nicht, natürlich. Ja. Das heißt, das ist ein Ritual. Es erinnert an eine alte Zeit. Richtig. Als Wurst noch fliegen. Wurst. Vielleicht hat es was mit der Pest zu tun. Ratten haben ja gerne die Pest übertragen. Ja. Und Wurst und Käse symbolisch für kleine Nager werden geworfen. Zum Dank, Motto, dass sie die Pest gebracht haben. Nee, so vielleicht nach dem Motto, esst ihr mal Wurst und Käse und lasst unsere Vorräte jetzt in Ruhe, in unseren Kellern. Ich gebe euch mal eine kleine Hilfe, es wird euch sicherlich helfen. Hilflein. Dieser Brauch geht zurück auf das Jahr 1315. Gut, jetzt ist es einfach. Ja, also. Entschuldige. Also. Ja, da bin ich doch das Fest voll vorne. Wenn es jetzt in der Schweiz wäre, würde ich sagen, aber das gibt es ja in der Schweiz nicht, gibt es ja keine armen Leute. Dann wäre es eine Speisung für Hungernde. Alles aus dem Fenster raus und unten stehen die und schnappen sich die Wurst und denken... Gar nicht so schlecht, der den Ansatz. Bürgermeister hinterher. Ist aber der Ansatz ist gar nicht so schlecht. Es ist alles ja 1315, diese furchtbare Hungersnot gab in dem Ort, wo Dschihad oder wie er heißt, wohnt. Stimmt? Es ist ein alter Brauch von der Charity. Der wohnt in Lenzerheide, aber es geht um Rapperswil. Ach so, okay. Es ist ein alter Brauch von Charity, für die Speisung der Armen oder der... der also es hat schon was mit Hungernden zu tun, ja. Das ist richtig, aber der Zusammenhang ist nicht richtig. Also, wann war das? 1300, also wer hatte 1315? 1315 zog eine Horde hungernder Menschen auf dem Rückweg des eines der Kreuzzüge, die Nummer kann man sich dann selber rausnehmen. Mäuse. durch diesen Ort. Rapperswil. Genau. Und die Leute wollten die nicht ins Dorf hineinlassen oder in die Stadt und sind dann an den Burgmauern vorbeigezogen. Und vom Rathaus, das sind 200 Meter, aber die können ziemlich weit werfen, haben die das ganze Kreuzfahrer her versorgt und dadurch ihre Stadt vor der Plünderung und Verwüstung durch die Kreuzfahrer bewahrt. Das ist soweit Quatsch. Ja. Dann hätte ich mir das Käse und hungernde Menschen oder hat es was mit Tieren? Also gerade so Wurst und Käse wird ja auch von Mäusen zum Beispiel gern gegessen. Richtig. Vielleicht ist das für Mäuse, die damals die Feinde vertrieben haben oder so. Nicht, man erinnert sich ja an damals. Bernhard und Bianca und... Natürlich. Ja. Und der Mäuseschelle. Giftet natürlich. Aber es geht nicht um Tiere, es geht um Menschen. Es geht definitiv um Menschen. Dieses Datum eben nochmal reingekommen, dass die Schweiz, dieser ganze Rüdli-Schwurgeschichte, das war aber später als 1291. Also hier geht es um 1305. Also, und es ist im Rathaus. Im Rathaus schmeißen die, aus dem Rathausfenster schmeißen die das rein. Ja, vielleicht wollten diese Hungernden, die waren ziemlich hart drauf und die wollten das Rathaus stürmen. Vor lauter Wut, weil die Stadtverwaltung nicht dafür gesorgt hat, dass sie Speisen bekommen. Ja, hätte sein können. Wenn es so gewesen wäre. Wenn es so gewesen wäre, wäre es toll gewesen, dann hätten wir jetzt die richtige Antwort. Ist aber nicht so. Vielleicht gab es damals eine Sitzung. Was gab's? Eine Sitzung. Natürlich. Die hat total lang gedauert. Das ging darum, über die Anzahl der Löcher im Käse oder die Länge von Wurst, die Standardfragen, mit denen sich Schweizer beschäftigen. Und die Sitzung hat keinen Europarat. Die haben den heute auch noch nicht. Wissen die Schweizer, dass sie in Europa sind oder haben die das nur noch nicht mitbekommen? Dass sich um sie herum was verändert hat. Hauptsache, sie wissen seit 1971, dass sie schon Wahlrecht haben für Frauen. Das freut mich persönlich. Natürlich.
So, was, wo und waren dann wir wurde die Sitzung hat immer länger gedauert und dann ist man hingegangen und hat denen das Essen weggenommen und aus dem Fenster geworfen, ja, damit die mal ein bisschen hinne machen. Hm. Und daraufhin wird noch symbolisch hingewiesen, indem man diesen Brauch heute noch ausführt. Ich glaube, ich sage es euch, das wäre eine große. Ganz kurz noch, Kreuzzüge und Ritter? Nee, Kreuzzüge und Ritter nicht. Ich sag's euch mal. Also, 1315, damals wurde Rapperswil von Zürich, von den Zürichern angegriffen und dem Erdboden gleichgemacht. 1315, die Züricher haben Rapperswil völlig. Und die Rapperswiler Bürger, die sich damals trotz der schlimmen wirtschaftlichen Situation noch etwas zu essen leisten konnten, die unterstützten ihre hungernden und obdachlosen Mitbürger, indem sie ihnen Lebensmittel aus den Fenstern reichten. Daran wird jedes Jahr an Fastnachtsdienstag erinnert. Im Rathaus findet natürlich, wie immer an solchen Tagen, ein Festessen statt, an dem die Honoratioren der Stadt und verdiente Bürger teilnehmen. Die fressen sich dann voll und anschließend schmeißen sie Käse und Wurst aus dem Fenster. Aus altem Brauch. So ist das. Ah, die Scheiße. Aber freuen die sich dann noch wie damals die Leute? Nee, ne? Schmeißen doch zurück, oder? Genau. Eher nicht. Man sollte mal hinfahren. Gianreto Schatz, 500 Euro für Sie. Gratulation. So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal zu Daniel Stöckel, der wohnt in Frankfurt. Und Daniel Stöckel hat eine sehr lustige Frage. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Warum hat jeder ICE, der von Deutschland nach Frankreich fährt, gibt es ja mittlerweile, eine Schachtel Knallerbsen an Bord? Jeder ICE, der von Deutschland nach Frankreich fährt, zum Beispiel von Frankfurt nach Paris oder von Stuttgart nach Paris, hat eine Schachtel Knallerbsen an Bord. Warum? Das ist aber nicht, um da irgendwelche wilden Tiere zu vertreiben. Franzosen, ja, zu vertreiben. Franzosen zum Beispiel. Dass die Franzosen nicht an den Zug kommen und betteln. Deswegen, ja. Weil man kann am ICE nicht mehr die Scheibe über die Grenze und Würsten und Käse rauszubringen. Die Deutschen sind wieder da. Einfach nur das mal. Also es ist ja so, dass sie zum Teil brutal lange Schichten haben, die Zugführer. Ja. Weil die müssen ja auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. Diese fiesen Durchsagen auf Deutsch, auf Englisch. So ICE, Gustav Gönz is traveling from Düsseldorf to Paris und so weiter. Und das ist schon eine Überforderung. Kann es sein, wenn mal einer einratzt, dass dann der Kollege, aber warum soll er ihn mit Knallerbsen? Das macht er nicht einfach so. Nee, die stehen die ganze Zeit so da. Wenn die einschlafen, lassen die fallen. Ja. Ich habe mal in Düsseldorf gewohnt, da in der Straße, wo die Straßenbahn fuhr. Und da haben wir das immer Knallerbsen auf die Schienen gelegt, ja, um die Leute zu erschrecken. Hat es damit was zu tun? Damit diese Knallerbsen auf die Schienen legen? Damit die Franzosen denken, Indianerüberfall. Ja. Es hat was damit zu tun, ja. Damit die Leute wissen, die Franzosen kennen noch kein ICE. Die sind noch nicht so weit. Und da muss immer so als Überraschung, ja, Knallerbsen, die deutsch-französische Verbindung in Bezug auf den Kölner Spruch, der Zug kühlt. Richtig. Dass sie wissen, dass der Zug kommt. Da schmeißt dann der Lokführer vorher oder vorher was? Vorher die Knallerbsen auf die Schiene. Das erwarten die von Deutschen einfach. Ja. Das erwarten die nicht. Da brrr, fährt der da drüber. Also mit Knallerbsen und Schienen hat es was zu tun. Aber so in dieser Form stimmt es jetzt nicht so ganz. Also ist, vor allem, die können die ja schlecht auf die Schienen legen, weil sie fahren ja in dem Zug. Das geht aber ganz schnell und die nebenherlaufen. Das ist das Problem. Also die Frage ist doch, warum von Deutschland nach Frankreich? Das heißt, haben die Franzosen ein anderes Schienensystem, eine andere Elektrizität als in deutschen Landen? Selbst wenn, wozu braucht man dann Knallerbsen? Ja. Legen die Knallerbsen ja in der Luft. Also wir hatten mal sowas in Afrika, dass irgendwelche Zugleute... Das war aber mit den wilden Tieren. Nee, das war mit, wenn ein Zug eine Panne hat, dann geht der 200 Kilometer zurück, legt da den Knaller auf die Schienen und wenn der nachfolgende Zug drüber fährt, knallt und er weiß, da steht einer. Und was passiert hier? Genau dasselbe. Was steht in den Statuten der französischen Bahn? Ah, es muss immer die Möglichkeit bestehen, den nachfolgenden Zug darauf aufmerksam zu machen, dass man selber nicht mehr in Bewegung befindlich ist. Richtige Antwort. Ja! Nein! Ich hab's auch erst nicht geglaubt, aber es ist wirklich wahr. Das französische Bahnrecht verlangt, in Frankreich muss jeder Zug, auch wenn er aus dem Ausland kommt, einen Notfallkoffer an Bord haben. Der beinhaltet neben einer Fahne und einer Fackel
Knallerbsen. Bleibt ein Zug wegen eines Hindernisses oder eines Defektes auf offener Strecke stehen, dann muss ein Zugbegleiter aussteigen, mehrere hundert Meter zurückgehen und Knallerbsen auf die Schienen legen. Blöd ist, wenn der Zug dann kommt. Für den Zugbegleiter jedenfalls. Damit ein herannahender Zug, wenn er über die Knallerbsen fährt, merkt, da stimmt was nicht und bremst. Das ist eine klassische Praktikantenaufgabe. Ey, da hat man doch aber als Schüler total viel Spaß. Du legst die ganze Zeit Knallerbsen. Diese aber es ist wirklich wahr. Es ist die richtige Antwort. Es stimmt. Es muss. Es ist Vorschrift in Frankreich. Deswegen haben die alle Knallerbsen. Doch, den hört man. Der ICE ist so leise, das hört man. Ehrlich? Das hört man wirklich, ja. Ich habe nur gedacht, in der heutigen Zeit, wo es also wirklich auch irgendwie, es gibt schon Funk und so Sachen. Furzkissen. Ja. Aber das ist so. Und Daniel Stöckel aus Frankfurt, es tut mir wahnsinnig leid, aber das ist die richtige Antwort von Bernhard Holcher. Was sollen wir machen? So, jetzt gehen wir mal nach Köln, meine Damen und Herren, zu Timo Glocke. Der kommt in Köln, hat gesagt, heute fahre ich mal nach Hürth und sitzt hier irgendwo. Timo, wo sind Sie? Ich will mal raus. Wo? Dort. Da. Also, Timo Glocke aus Köln, ich drücke Ihnen jetzt den Daumen. Ja? Es geht um 500 Euro. Timo möchte Folgendes wissen. Wir sind schon wieder in der Schweiz. Zufall. Timo möchte wissen, was versteht man in der Schweiz unter einem Iglu-Fahrer? Iglu-Fahrer? Iglu-Fahrer. Das ist jemand, der einfach sein Auto nicht sauber macht, wenn Schnee drauf liegt. Und der einfach hofft, dass keine Kurve kommt. Richtige Antwort. Herr Hohecker, kann man das lernen? Das, aber da hat deine Anfahrt länger gedauert als die Frage, oder? Aber ich habe es gar nicht begriffen. Was war die Antwort? Was war die Frage? Das ging viel zu schnell. Der sein Auto nicht kratzt, wenn es voll geschneit ist. Also, der Iglu-Fahrer ist eine faule Sau. Es hat geschneit, das Auto ist schneebedeckt. Dann kommt der Fahrer, dann macht er so ein Guckloch rein und dann fährt er los. Das ist ein Iglu-Fahrer und das ist sehr gefährlich und die Schweizer Polizei nennt sowas Iglu-Fahrer, kann bestraft werden mit Führerscheinentzug. Ja. Oder man wird mit Wurst beworfen. Zum Beispiel. Oder man fährt in irgendeine Schlucht. Ja. Das, was für alle Beteiligten am besten wäre. Ich mach das, warum schneit es ja nicht mehr, aber früher? Das ist also, als es noch geschneit hat in Europa, da habe ich das auch gesehen. Bei ihm ist ja ein bisschen schwierig, weil er steht ja während der Fahrt. Das ist, ein kleines Problem bei heute. Ja, Tim, Timo. Kleiner Mann, ganz groß. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Also es gibt wirklich kein Geld. Das ist ja Wahnsinn. Gut, also jetzt, wir versuchen es mal weiter. Wir gehen mal nach Wuppertal. Dort wohnt Sabrina Christians. Sabrina Christians aus Wuppertal. Möchte wissen, was ist eine Stressaufnahme? Eine Stressaufnahme. Ja, das ist ja relativ einfach. Wir lassen Holger jetzt mal außen vor. Also. Wir wissen ja alle, dass wenn wir irgendwie Stress haben oder nervös sind, dass wir dann gerne essen oder auch trinken. Ja, Sie. Das geht anderen auch so. Und das ist eine Stressaufnahme. Ja. Ich hätte noch eine andere Theorie. Man nennt das doch Aufnahme, wenn man im Krankenhaus aufgenommen wird. Das ist eine Aufnahme, Und vielleicht gibt es da auch für so unterschiedliche Fachbegriffe. Es gibt ja Leute, die kommen und sagen, ich habe hier so ein Ziehen und ich möchte mal irgendwie ein CT machen, aber dann gibt es halt Stressaufnahmen, wo es halt dringend ist. Wenn dann kommen Kinder, ich habe einen Kopfschuss oder so, dann müssen sie sich beeilen. Dann haben die Stress. Das muss einfach schneller gehen. Also, normale Aufnahme ist, wie heißen sie, wann geboren? Und bei Stressaufnahme sagen, ja gut, geh mal durch. Geh mal durch. Haben einen Kopfschuss, ja, gehen Sie mal durch. Ja. Dennoch dachte ich aber ans Tierreich. Also ich dachte, das ist Stressaufnahme, sagt man irgendwie im Tierreich. Wo denn? Naja, eben entweder, wenn die Stress haben, Aufnahme. Ich dachte eben an Essen, Körner, hysterisches Sammeln von Essen, obwohl sie es gar nicht in dem Moment brauchen. Welche Tiere wären das denn? Ja, Eichhörnchen zum Beispiel. Oder bulimische Hamster. Hamster, genau. Hamster, Wiesel. So. Also dachte, tierreich würde ich mich einfach mal jetzt verabschieden. Okay. Darf ich einen? Naja. Ganz vorsichtig. Ich habe ein Bild im Kopf und ich möchte mich kurz. Ich bin bei einer Foto. Du musst aber nicht drüber reden.
Ich gehe von einer Fotoaufnahme auf, die in, die macht man von Metallteilen oder von Brückenelementen oder sowas, die unter Stress gesetzt werden. Die kann man dann mit Infrarot oder irgendwas, was ganz tollen Namen hat. Und dann kann man genau sehen, wo welche Belastungen am stärksten sind, weil die Geräte unter Stress sind, wie zum Beispiel Haken, Brückenelemente, Träger oder sowas in der Art. Nein, ne? Nein. Falsch. Jetzt ist das selber ein bisschen erleichtert, oder? Ich bin einfach froh. Aber die Richtung weitestgehend ist nicht so übel. Aha. Ah, es handelt sich um die Aufnahme von Spannungen. Also es sind, die Stressaufnahme ist die Ableitung von Kräften oder Bogendingens, die in einer Brücke von einem Element gemacht wird, was da eigentlich gar nicht zugehört, aber den Stress aufnimmt. Falsch. Boah, habe ich ein Glück heute. Hat es nichts mit Brücken, sondern mit menschlichen Körpern zu tun? Ja. Also zum Beispiel mit Massage. Dass man also... Psychotherapie? Psychotherapie? Eher nicht. Also Medizin ist richtig. Wie ein Belastungs-EKG in dem Sinne, das ist ja auch eine Art Stresssituation. Ja. Nein, aber Stressaufnahme zum Beispiel, eine Ultra- oder eine Röntgenaufnahme vom Gehirn. Röntgenaufnahme von bestimmten... Aber Röntgen braucht man ja, glaube ich, nur bei Knochen, ne? Nicht bei inneren Organen. Aber sonst hätte ich jetzt gesagt, vielleicht vom Gehirn. Was? Er war schon im Krankenhaus. Ja, er hat da nichts gesagt. Ja gut, aber das war ja völlig ein bisschen rund. Es gibt zwei Arten vielleicht bei Röntgenaufnahmen. Das eine ist so eine Entspannungsaufnahme, wo man einfach nur so hängt. Und das zweite ist eine Stressaufnahme, wo man irgendwas tun muss. Zum Beispiel aufgehängt wird. Oder wo man einfach die Röntgenassistentin vermöbeln muss, die ganze Zeit dabei. So, das ist, wo man also unter Stress steht, etwas tun muss. Ist eine Stressaufnahme vielleicht nach einem Trauma, also dass nach einem Unfall einfach der Patient so gebeutelt ist, dass die zu behandelnden Ärzte damit rechnen müssen, dass die Aufnahme zum Beispiel verwackelt ist, trotzdem aber wissend, wo sie den Bruch richten. Also der Patient ist so im Stress, dass das Foto nicht so toll wird. Nee, das ist es nicht. Wir sind beim Patienten, wir sind beim Röntgen. Es gibt doch einen Stresstest. Wie ist der denn? Der Patient wird zu einer besonderen Leistung gezwungen. Okay. Auf dem blöden Ding, da wo man dann radeln muss und dann kriegst du einen Schlauch da rein. Und wenn ich die Kameras jetzt auf mir sehe, das ist auch eine Art von Stressaufnahme. Seit einer halben Stunde findet das an mir statt. Ja. Du bringst jemanden zur Weißglut zum Kochen und fotografierst ihn dabei. Okay. Das ist eine Stressaufnahme. Ja, warum soll ich das? Nein, ich glaube, sollte ich das als Arzt tun? Ich glaube, aus Spaß. Ja. Ich wollte mal sagen, das nennt man einfach Sadismus. Ja. Ausbildung, Berufsbild. Kann man machen. Nee, aber ist hier anders. Also wir sind schon beim Arzt, wir sind beim Röntgen. Aber Stress ist jetzt ein bisschen anders. Wann röntgenst? Wenn man eine Verletzung vermutet. Oder zum Beispiel was? Ein Knochenbruch, Schlüsselbein. Oder auch eine Lungenentzündung, hast du auch gelernt. Bandscheibenvorfall. Lungenentzündung? Ja, oder Kieferentzündung. Also ich habe ja da so ein paar Dinger da drin, nicht? Ja. So ein paar Ersatzteile. Ja. Da war ich ja auch unter Stress. Ja, gut. Und da bekam ich so ein Kontrastmittel da rein und dann hat er gesagt, und jetzt bewegen Sie sich mal und so. Das war vielleicht, da war ich unter Stress. Nee, das ist ein anderer Stress. Nix. Das ist ein anderer Stress. Also ich meine ganz anderer Stress. Aber wir sind ja schon nah dran. Also Röntgen denn von. Ach, jetzt weiß ich es. Ich weiß es jetzt. Also. Stressaufnahme ist einfach eine ganz beschissene Aufnahme, weil das Krankenhauspersonal so im Stress war, dass sie keine Zeit hatten. Kamera verwackelt haben. Also schlecht getroffen auf dem Bild so. Ja. Verspannungen. Nee, aber ihr seid ja nah dran. Also es geht um eine Röntgenaufnahme. Ja, es ist eine ganz bestimmte Röntgenaufnahme von einem Knochen, der kaputt ist. Also generell. Von einem bestimmten Organ? Von einem bestimmten Organ würde ich nicht sagen, nee. Also Organ, damit meinen wir ja, also innere Organe, Leber, Niere, sowas alles. Nein, das nicht. Aber was könnte denn Stressaufnahme beim Röntgen bedeuten? Wenn man dabei festhalten muss, ein Gewicht oder so an dem Arm, der geröntgt wird. Zum Beispiel, ja, aber das ist es nicht. Fremdkörper. Also, wir haben einen Fremdkörper im Körper. Sozusagen so ein Alien. Alien hier. Ja. Die typische Situation, ich werde geröntgt, weil ich habe einen Magenschmerz und was sieht der Arzt? Ja. Also wenn man einen Fremdkörper mit fotografiert, ist das eine Stressaufnahme. Nee. Also ich kann nur mal ganz kurz aus der eigenen Erfahrung sagen, dass ich mir gerne mal immer die Knochen gedreht und so. Und dann war ich beim Röntgen.
Und dann wollte ich nicht, dass auch nur der Hauch einer Bewegung an dieses verletzte Gelenk kommt, weil ich hatte furchtbare Schmerzen. Und die Schwestern waren aber sehr brutal und haben mir aber den Fuß in eine bestimmte Richtung gedrückt, damit sie eine optimale Aufnahme damit bekommen können. Und ich hatte furchtbaren Stress dabei. Weil sie nicht einfach das verletzte Teil fotografiert haben, sondern es in eine Position gerichtet haben, damit sie einen optimalen Blick haben, auf was jetzt, ob sie die Sehnen und die Bänder besser sehen können. Und es hat mir tierischen Stress gemacht. Also im Prinzip wird es mit einer Metallschiene gemacht, aber ich lasse es mal so gelten. So, ich lasse es mal so gelten. Ich lasse es mal so gelten. Also, Stressaufnahme beim Röntgen beim Patienten heißt in dem Falle nicht, dass der Patient Stress hat, sondern dass zum Beispiel, wenn man ein Band röntgen, um zu sehen, ob es gerissen ist, das Band unter Stress gesetzt wird. Das macht man normalerweise mit einer Schiene. Das heißt, das ist das, was Sie erlebt haben. Es tut dann richtig weh. Aber Sie müssen es machen. Geld für. Genauso war. Kriegst du so eine Röntgenassistentin Geld für, dass sie so macht? Mal, er hat jetzt schon Schmerzen. Er hat jetzt schon Schmerzen. Ja. Aber es war richtig, es hat sich gelohnt, du konntest die Frage beantworten. Stimmt. Nach all den Jahren. Also das verstehen wir unter Stressaufnahme, das muss ich so gelten, das macht man normalerweise auch mit Hilfsmitteln, mit Schienen und so weiter. Bei Ihnen ging es dann so, dass das Band oder das, was man röntgen will, wird unter Stress gesetzt, sonst kann man es nicht richtig sehen. Ist die richtige Antwort, Sabrina? Es tut mir leid, es gibt kein Geld. Das hätte nicht hierher gepasst. Es ist wirklich, ihr wisst ja wirklich viel heute. Also irgendwann muss ich mal ein bisschen Geld jetzt rausgeben, das werde ich jetzt tun. Wir gehen nach Darmstadt, dort wohnt Sophie Buhl. Sophie Buhl möchte wissen, warum rennen in einem Pariser Geschäft jedes Jahr im Advent 17 Männer in Boxershorts und Flipflops rum. Nochmal. Die rennen nicht nochmal rum, die rennen nur einmal. Also, warum rennen in einem Pariser Geschäft jedes Jahr im Advent 17 Männer in Boxershorts und Flipflops? 17 Männer haben gleichzeitig ihre Medikamente abgesetzt oder die Dosis erhöht. Kleine Information, das Geschäft Chanel? Befindet sich auf den Champs-Élysées. Ist das Chanel? Eher okay, nicht. Es ist auf jeden Fall ein Herrenausstattergeschäft. Es ist ein Herrenausstattergeschäft, richtig. So. Die verteilen Knallerbsen. Jetzt ist ja das Lustige, wenn du einkaufen gehst, dass nie die Klamotten von der Jahreszeit da sind, die gerade ist. Also wenn dir kalt ist und gehst in eine dicke Jacke, gibt es ja keine, weil da schon längst die Frühjahr- oder Sommerkollektion hängt. Vielleicht ist das so, dass die da schon im Advent die Frühjahrsmode präsentieren und deswegen mit kurzen Hosen und Flipflops durch die Bude rennen. 17 Leute. Ja. Jeden Tag. 17 klingt für mich total nach einer ganz besonderen, ausgesuchten Zahl. Das ist kein Zufall, Herr Blum. Ja, 17. Und zwar sind das nämlich noch 17 Tage bis Weihnachten. Dieses, also ist der Termin, rechnen Sie am 7. Dezember. 24 minus 17 macht nämlich 7. Genau. 7 kann man 3 Wochenenden abziehen, plus einen Tag an Weihnachten. Das ist so eine Art Adventskalender. Oder es ist entweder Adventskalender oder es ist Nikolaus, also am 6. Dezember. 17. Hat die Zahl 17 was zu bedeuten, meine Damen und Herren? Was glauben Sie? Hängt das mit der 17 zusammen, mit den 17 Männern, die dort in Boxershorts im Advent und Flipflops rumlaufen? Kann Hoeker eventuell durch die 17 auf die richtige Antwort kommen? Ich weiß es nicht. Wie lange ist die Werbung? Ein halbes Jahr oder warum machen Sie das so spannend? Die ist ganz kurz, die fängt jetzt an. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. 17 Männer rennen in einem Pariser Geschäft jedes Jahr im Advent in Boxershorts und Flipflops rum. 17 erholt, haben Sie gesagt. Können Sie, wenn Sie so in die Werbung gehen, auch so wieder rauskommen, was bisher geschah? Ja. Was bisher geschah? Herr Balder wollte wissen. Also, 17. Es ist eine ganz besondere Zahl. Das war mit der Zahl, glaube ich, überhaupt nicht. Genau, deshalb lass uns komplett von der 17 weg. Ja, gehen wir mal weg von der 17. Das ist ja Quatsch. Also, warum rennen die da rum? Ja, im Advent. Wir auch mal die Boxershorts weg. Ja. Auch die Männer haben nichts bedeutet. Vergessen wir Paris. Die Flipflops sind manchmal weg, aber die Boxershorts bleiben an. Und die rennen da wie so Hühnerwild durcheinander. Die sind da in dem Laden. Mhm. Ist das denn eine Modenschau in dem Laden? Eher nicht. Das, also, ich weiß es. Mein Gott. Ich hab die Idee. Schade, wenn wir jetzt kurz vor einer Werbung wären, dann würde ich sagen, soll ich Hoeker gerade nehmen oder nicht? Die können jetzt überlegen. Lecky, keiner ist böse, wenn du die Sendung jetzt nicht mehr guckst.
Und zwar, wenn Frauen für ihre Männer Hosen kaufen und die Männer nicht dabei haben können, die die Flip-Flop und dingsbekleideten Leute nutzen als Anprobe, damit die sagen können, passt, weil er sieht genauso aus wie du. Ja, sehr klug. Nicht nur die Hose, richtige Antwort. Yeah! Also, nicht nur die Hosen, nicht nur Hosen, alles. Es sind Männer zwischen 19 und 63 Jahren. Vertreten sind alle Größen zwischen von S bis XXL. Und jede Frau, die für ihren Mann dort was zu Weihnachten einkaufen will, kann sagen, Sie haben die Figur meines Mannes, jetzt ziehen Sie mal die Hose an, den Pullover an, die Jacke an, nehme ich. Gibt es das auch umgekehrt mit Frauen? Oder? Leider nicht. Ja, Sophie, es tut mir sehr, sehr leid, aber auch das, Holger, ich werde wahnsinnig. Stell doch mal eine richtige Frage. Ja, 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 ja. Okay, ich versuche es jetzt mal. Stefan Hohlmann wohnt in Bitzen. Das liegt in Rheinland-Pfalz, Bitzen. Dort wohnt Stefan Hohlmann. Jetzt bin ich bei Verstand, gespannt. Er ist schon fertig. Nicht mehr bei Verstand. Fix und fertig, ja. Die sogenannte Kalibertreue, was ist das? Kalibertreue. 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 Und Kaliber kennt man von Waffen. Kalibertreue. Was ist die sogenannte Kalibertreue? Kalibertreue, Waffen. Wir reden hier von der Psychologie. Es handelt sich um die Paarbindungsfähigkeit von Menschen und man stellt fest, dass Männer, die im Laufe ihres Lebens mehrere Partner haben. Herr Balder, hören Sie zu. Du musst dich zwingen, Hugo. Es ist für die Sendung. Naja, die haben einfach immer dasselbe der Kaliber. Der ist dicht dran. Der ist dicht dran. Nein. Ich würde sagen, also meine Frau ist zum Beispiel ein ziemliches Kaliber. Und, wie und jetzt? Ich bin ihr seit 54 Jahren treu. Kaliber 54. Vielleicht auch einfach nur ein anderes Wort für Beuteschema. Bitte? Ja, Kalibertreue, einem Kaliber treu zu bleiben. Man hat immer denselben Typ, auf den man abfährt. Aha, jetzt ein Begriff zum Beispiel aus der Psychologie. Man braucht jetzt mit einer bestimmten Charaktereigenschaft immer ein Alpha-Männchen. Oder mit einer bestimmten Charaktereigenschaft immer eine dumme Ische. Ich weiß nicht, warum ich sie... Das ist keine Ich. Sie, ich bin auch zum Beispiel richtig ein Kaliber. Und wie viele Jahre sind Sie mir jetzt schon treu, Herr Balder? Da möchte ich mich an dieser Stelle mal für bedanken. Was bleibt mir anderes übrig? So ist ich habe das Kind ja damals nicht austragen dürfen. Aber, also ist es aus der Soziologie oder aus der Psychologie? Überhaupt nicht. Mein allererster Film war 0815. Ja. Und das ist ein Kaliber. Das ist die Erfindung des Maschinengewehr für die deutsche Wehrmacht damals, nein, schon für die alte Armee. Das war ein Kaliber. Wurde von 1908 bis 1915 entwickelt und dann als Standardwaffe der deutschen Armee übergeben. Genau, das hieß 0815. Das ist ein Kalibertreu. Genau, das könnte man meinen, aber es hat Gott sei Dank nichts mit dem Militär zu tun. Gut. Da hieß du übrigens gefreiter Arsch, richtig? Asch. 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 Das, ja. Asch. Das war Bedingung in meinem Vertrag, dass das R raus in Klammern kam. In Klammern. Ich weiß. Ja. Schöner Film übrigens, sehr schöner Film. Also, aber mit dem Militär hat es Gott sei Dank nichts zu tun. Und auch nicht mit dem Jagdwesen. Jagd. Eher nicht. Essen? Sind wir beim Essen? Okay, wir sind beim Essen. Ja, unter Umständen sind wir beim Essen, doch, ja. Wieso, sind wir schon bei der Verdauung? Verdauung? Verdauung, nein, Gott sei Dank. Nein, beim Essen, unter Umständen beim Essen. Es hat was mit Essen zu tun, ja, im weitesten Sinne hat es was mit Supermarkt. Wir sind im Supermarkt und dort stellt man fest, dass Menschen einer bestimmten Größe von Portionen immer sehr treu sind. Das heißt, es ist total schwierig für ein Unternehmen, von der 200 Gramm Nudelportion auf eine 198,3876 Pi mal 700 zu wechseln, weil die Kalibertreue des Kunden dazu führt, dass er das nicht annehmen würde. Herr Balder, bitte sag, dass das nicht stimmt. Jetzt muss ich den Blecki nochmal fragen, Blecki. Kaliber, worauf bezieht sich Kaliber? Auf die Größe eines Laufes oder der Pistolenkugeln oder der Maschinengewehrkugeln? Was bedeutet denn Kaliber? Weil dann könnte man jetzt vielleicht auf Erbsen... Es ist die Größe der Patrone und der dementsprechend gezogene Lauf.
So. Einer Waffe, also ob nun vielleicht Karabiner oder Pistole. So, ja, also das geht ist es, das Kaliber. Okay, danke. Also ja, geht es vielleicht um, ja, um die Herstellung, industrielle Herstellung von Erbsen oder Linsen, um die in Verpackungen unterzubringen. Was ist denn, wenn man sich so einen Gewehrlauf, kann man ja mal jetzt mal 44er vorstellen. Erbsen zum Beispiel. Wenn man sich so einen Gewehrlauf vorstellt, ne, stellt man sich so vor. Und man sagt, das ist also Kaliber. Was könnte man denn da noch so assoziieren bei so einem Gewehrlauf, wenn wir jetzt beim Essen sind? Nudeln. Macaroni. Ja, was noch? Katzenzungen, Löffelbiskuit. Salzstangen. Zum Wurst. Essen aber nur. So. Möhren. Wurst. Wurst. Salami. Wurst. Ah, meine Fleischerei-Fachverkäuferin ist doch heute Abend da. Wurst. Jetzt. Wurst. Also, was ist Kaliber teuer? Das bekommt gerade was von der Talkshow. Dass die Würste, Bratwürste, Mettwürstchen dieselbe Größe haben, dass man weiß, wenn man sich Kassler lecker macht, Kassler Erbsensuppe mit Würstchen, dass man weiß, mit der Kaliber teuer. Wenn man zum Beispiel seinen Mann in den Supermarkt schickt und er hat keine Ahnung, dann braucht man nur sagen, du Liebchen, kauf mir zwei Mettwürstchen und dann bringt der, und dann weiß ich als Hausfrau, Kalibertreue, die Mettwürstchen sind noch genauso groß wie letzte Woche, weil... Wer spricht denn von Kalibertreue? Die Pelle, wo das Brett reinkommt. Was ist damit? Die hat eine bestimmte Größe, immer die gleiche. Ja. Damit die Wurst immer gleich bleibt, damit der Kunde sich nicht beschissen fühlt, wenn sie ein bisschen kleiner wird. Das ist das Kaliber, also der Umfang der Wurst. Und wer spricht dann von der Kalibertreue? Der Metzger. Der Metzger. Richtige Antwort. Ja! Auf Kalibertreue besteht der Metzger, wenn er beim Schlachter Naturdarm für seine Würste bestellt. Wichtig ist, dass die Würste alle vom gleichen Kaliber, also alle gleich dick sind. Deshalb muss der Naturdarm, wie der Metzger sagt, kalibertreu sein. Er darf also seinen Durchmesser nicht alle paar Zentimeter wechseln. Kalibertreu. All die Jahre Wurstfressen hat sich gelohnt. Stefan, es tut mir wahnsinnig leid, aber auch diese Frage wurde... Hast du noch einen Stapel mit richtigen Fragen? Richtig beantwortet. Ich habe gedacht, das ist wirklich schwer, aber ihr wart ja richtig gut. Wir waren Mann. Richtig gut. Wie viel gut. Geld haben wir überhaupt ausgegeben heute? Nicht viel. Gar nichts. Meinen gar Sie, in meiner Aufregung zähle ich das mit, Herr Haben Ball. Wir überhaupt was ausgegeben heute? Doch. Ja. Eine Sache haben wir verbockt. Aber ich weiß ehrlich? Nicht, aber so nächstes Mal machst du wieder eine schwere Sendung. Ne? Ganz schwere Sendung. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, ich sage Ihnen nochmal die Adresse. Genial daneben, 50616 Köln. Sie können auch anrufen 01378. Stimmt das? Ja. 1020. Oh, was für eine Enttäuschung. Ich gucke immer, ob das wirklich alles auswendig ist, was. Ja, ich habe es ja noch nicht so lange, aber jetzt kann ich es mal. Ich kann das erst seit 3 Monaten. Ja. Ach so. Auswendig. Oder E-Mail fragen@genialdaneben.de. Das kann ich wow. jetzt auswendig. Ja. Also, das war schon wunderbar heute. Ihr habt sehr viel gewusst. Wir haben wenig Geld heute ausgegeben. Letzte Frage richtig beantwortet. Also es geht doch. Es ist doch alles... Ja, ist mir fast peinlich. Ja. Ehrlich? Ist mir fast peinlich. Da kann man sich dran gewöhnen. Ja. Es war sehr schön mit euch und ich hoffe, Blacky, wir sehen uns bald wieder. Ich würde gerne wiederkommen. Dann machen wir das. Ihnen wünschen wir einen schönen Sonntag. Tschüss.